Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Flash Game Zocker. Bevor ich mit dem eigentlichen Video anfange, noch ein kleiner Bonus. Die Bundestagswahl steht ja kurz bevor und an den Analytics kann ich sehen, viele von euch sind noch nicht 18, dürfen also noch nicht wählen, aber ich habe jetzt hier mal eine Abstimmung im oberen Teil gemacht, die müsste jetzt aufploppen. Da könnt ihr ja mal, wenn ihr wollt, abstimmen, für welche Partei würdet ihr stimmen? Das ist absolut anonym. Da kann niemand sehen, wer was gedrückt hat, auch nicht ich in den Analytics. Könnt ihr ja mal machen, wenn ihr wollt. So, jetzt aber zum eigentlichen Video. Die Nintendo Switch ist ja jetzt schon ein halbes Jahr fast auf dem Markt. Und inzwischen hat sie auch schon einige Spiele: Splatoon 2, ARMS, Zelda, auch Super Mario Odyssey ist nicht fern. Aber trotzdem. Wir Gamer, wir haben nie genug, ganz ehrlich. Und deswegen werde ich jetzt eine Top 5 der Spiele auflisten, die ich auf der Switch ganz gerne sehen würde. Und wenn ich die 5 hätte, dann wäre ich auf jeden Fall schon zufrieden. Mit den 5 würde ich meine Switch kaufen und mehr würde ich auch gar nicht verlangen. Also, fangen wir an. Auf Platz 5 haben wir Super Princess Peach 2. Der erste Teil für den DS ist einfach ein großartiges und total witziges Spiel, einfach mal die Rollen umzukehren. Eine verdammt gute Idee von Nintendo, ein Nachfolger für die Switch würde mich wirklich freuen. Das Konzept, wie es bisher ist, also mit 8 Welten, mit jeweils 6 Leveln, wovon ein Boss-Level dabei ist und 3 Bonus-Level nach dem Endboss, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Allerdings habe ich zwei Probleme mit dem Spiel. Das erste Problem ist. Spoiler, Spoiler, Spoiler übrigens. Wenn man den Endboss besiegt hat, sind alle Level quasi auf Anfang und es gibt noch mehr zu sammeln dort. Also Puzzleteile und Musik. Die sind aber ganz oft an denselben Stellen wie vorher in den Toads. Und das würde ich gerne in dem Nachfolger anders sehen, dass einfach die Level quasi nicht von Grund auf neu sind, aber halt, dass man andere Stellen hat, dass man das Spiel quasi zweimal durchspielen kann. Und dann das andere größere Problem, es ist zu einfach. Es ist viel zu einfach. Und mir ist klar, die Zielgruppe des Spiels, ja, die sind halt kleinere Mädchen oft, aber erstens spielen halt auch richtige Nintendo-Fans, also nicht, dass kleine Mädchen keine richtigen Nintendo-Fans sind, das Spiel. Und zweitens sind ja auch die Mädels keine Pussys. Okay, sie haben vielleicht eine. Ist ja auch egal. Jedenfalls können auch die mal lernen, dass es auch Spiele gibt, die ein bisschen herausfordernd sind. Oder, beste Version, man kann einfach beides machen. Und wenn man alles geschafft hat, noch eine neunte Welt einbauen. Und diese neunte Welt ist dann richtig schwer. Und da habe ich dann auch noch eine Idee. Jetzt kommt nochmal ein Extrem-Spoiler für das Spiel. Wenn man alles geschafft hat, kriegt man Super Princess Peach ja einen Cocktail, mit dem man unendlich Gemüts. Leiste hat. Also, dass man diese Gemütseinsätze, diese Emotionsattacken unendlich hat. Und das ist zwar ziemlich cool, aber es hat dann keinen Nutzen mehr. Und da kann ich mir vorstellen, dass man, wenn man das eingesetzt, wenn man das gekauft hat, dann kriegt man die neunte Welt und da sind halt richtig schwere Level. Das wäre doch mal eine coole Idee, Nintendo. Auf Platz 4 haben wir Donkey Kong Country. Ja, die Donkey Kong Country Serie auf dem SNES, es gab drei Teile dort, wurde ja vor nicht allzu langer Zeit fortgesetzt. Es gab auf der Wii Donkey Kong Country Returns, auf der Wii U Donkey Kong Tropical Freeze und deswegen sollte auf der Switch das dritte dieser Reihe erscheinen, was auch ziemlich wahrscheinlich ist. Ehrlich gesagt, deswegen ist es hier eigentlich ziemlich unnötig, aber Nintendo, wenn ihr das seht, ja, ist gut, macht weiter mit der Entwicklung. Ich habe zwar weder Donkey Kong Country Returns noch Tropical Freeze gespielt, aber beide stehen auf der Liste der Spiele, die ich noch machen will. Direkt neben Super Mario Sunshine. Und nicht Paper Mario Color Splash. Jedenfalls, was würde ich gerne mal sehen? Nun, es ist ein bisschen schwer zu beurteilen, weil ich die zwei ja wie gesagt nicht gespielt habe, aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es wieder so schwer ist, weil ich mag schwere Spiele, ja. Und auf jeden Fall auch, Spoiler, 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 dass wenn man am Ende in Donkey Kong Country Returns das letzte Level geschafft hat, dann kriegt man ja den Spiegelmodus, dass man jedes Level noch mit einem einzigen Herz schaffen muss, also was dann richtig schwer ist, das würde ich auch gern wiedersehen, weil es einfach mega cool ist. Ja, ich weiß schon, dass mir dann wahrscheinlich mehrmals ein Controller in den Fernseher fliegen wird, aber das ist es wert. Auf Platz 3 haben wir ein Zelda-Spiel. Jetzt denkt ihr euch, es gibt doch schon ein Zelda auf der Switch. Ja, aber das ist auch auf der Wii U erschienen und es gab ja schließlich auch auf dem N64 zwei Zelda-Spiele und auf dem DS. Apropos DS-Zelda, ich würde mir eine Fortsetzung der DS-Zeldas wünschen. Nicht unbedingt in dem Cartoon-Look, kann sein, muss nicht sein, aber auch ungefähr in dem Stil und in dem von Zelda Breath of the Wild, nämlich beides kombiniert, also
Open World und dieses mit dem Zug oder mit einem Schiff rumfahren. Da wäre meine Idee, dass man mit einem Zug oder was der weiß der Geier was rumfahren könnte, aber gleichzeitig in dieser riesigen Welt auch herumlaufen könnte. Spirit Tracks hat ja eine riesige Welt, nur ist die größtenteils nur mit dem Zug erreichbar und nur 1% kann man ablaufen. Wenn man das kombinieren würde, mein Gott, da könnte ein richtig, richtig schönes Zelda rauskommen. Und das könnte man sicher auch auf der Zelda-Timeline, wenn ihr die nicht kennt, erster Link in der Beschreibung, hinter Spirit Tracks einordnen. Das ginge bestimmt. Auf Platz 2 haben wir, auch ein ziemlich wahrscheinlicher Platz, Mario Kart 9. Nun, es ist wohl ziemlich wahrscheinlich, dass dieses Spiel erscheinen wird. Es gibt zwar schon Mario Kart 8 Deluxe, aber das war ja von Anfang an nur als ein Schnellschussverkauf geplant. Und deswegen wird Mario Kart 9 sicher nicht bald, aber ich denke mal in 3-4 Jahren schon auf der Switch erscheinen. Und dann auch ordentlich reinhauen. Es gibt richtig viele Ideen für dieses Spiel. Zum Beispiel, dass man die Doppel-Items und Doppelwegen wieder zurückbringt. Dass noch mehr Nintendo-Charaktere ins Spiel angebracht werden. Dass es zum Nintendo-Kart wird. Dass noch viel mehr Items reingebracht werden. Ich finde die ganzen Ideen zwar ziemlich cool, aber eine ganz große fehlt mir. Und zwar die Rennmissionen aus Mario Kart DS. Die sollen wieder zurückkommen. Die sind einfach so unglaublich cool gemacht auf dem DS und es ist so schade, dass die nie wieder aufgetaucht sind. Ich will, dass die zurückkehren und ich glaube nicht nur ich will das, das wollen richtig viele. Die Rennmissionen waren einfach der Renner, die waren unglaublich beliebt. Der Renner, versteht ihr, weil es Rennspiel ist und so. Ja, ja, okay. Nicht so lustig. Machen wir weiter. Das wäre einfach unglaublich gut, wenn man diese Rennmission wiederbringen würde und den 200cc-Modus aus Mario Kart 8 auch. Bitte. Platz 1, was wohl niemanden unter meinen Stammzuschauern überraschen wird, ein neues Paper Mario. Natürlich. Ja, was muss ich dazu eigentlich noch sagen? Also bevor irgendwelche Missverständnisse aufkommen, kein so ein Schrott wie Sticker Star oder Color Splash und Super Paper Mario tut mir echt leid, aber auch von dir will ich keinen direkten Nachfolger sehen, sondern von Paper Mario 1 und 2. Und zwar kein Remake, sondern tatsächlich einen echten, richtigen Nachfolger. Von mir aus darf es auch gern Abklatsch von Paper Mario 2 sind. Paper Mario 2 hat ja auch zu Paper Mario 1 eigentlich nicht sonderlich viel verändert, also die Grundgerüste sind alle erhalten geblieben, es war nur die Detailarbeit, die verändert wurde. Bitte, ich will ein neues Paper Mario, allein dafür würde ich mir schon eine Switch kaufen, Nintendo, nur dafür, dass ich ein neues Paper Mario bekommen würde. Aber selbst die perfekteste Reihe, auch Paper Mario, hat ihre Schwächen und deswegen zwei Wünsche. Müssen nicht unbedingt erfüllt werden, wäre aber schön. Bisschen längeres Hauptspiel. Und auch ein Postspiel, eigentlich sogar ein Doppelwunsch. Aber einfach zusammengefasst eine längere Spielzeit. Ja, die Paper Marios sind nicht unbedingt die längsten Spiele. Man kann sie in 20, 30 Stunden durchspielen. Und das würde ich gerne ein bisschen erhöhen, so auf 40, 50. Das ist doch sicher mit der neuen Technik machbar. Ich meine, auf dem GameCube habt ihr es ja auch geschafft, ein sehr, sehr gutes Spiel zu machen. Und da war die Technik sehr viel schwächer. Und mein zweiter Wunsch, eine Inventarvergrößerung. Eine Inventarvergrößerung, die auch wirklich von Anfang an verfügbar ist. Die muss natürlich ganz schön teuer sein. Pro Erweiterung vielleicht 200 Münzen. Also, dass man am Anfang 10 hat und dann sich immer mehr Platz dazu kaufen kann, weil das Inventar einfach doch verdammt schnell voll ist. Ja, das wär's dann eigentlich. Nintendo bringt ein neues Paper Mario für die Switch. Bitte, ich würde mich freuen, viele andere auch. Ein richtig gutes, nicht so einen Schrott. Und wir sehen uns beim nächsten Video, das wird sich auch um ein Paper Mario Spiel drehen. Ihr werdet schon sehen. Tschüssi!